Plänzchen brauche ich. Zuckerblume. Ich wollte schon sagen, das ist wieder so eine Blume, die ich brauche, aber nö. Oh, noch ein Mitglied. Lieber hier denn der. Ich plündere erstmal alles. Sorry, pal, wrong way. Wherever you think you're going, it's that way. Was sollten wir das? But isn't that the way to Leeway Harbor? Right. Here is nowhere. So the other way is Leeway Harbor. If you're looking for somewhere to stay, I suggest you go to the Wangshu Inn. Fair prices, great customer service, and a wonderful view. Wir wollen den anonymen Brief sehen. How do you know about the letter? One of Leeway's adepti told us about it. Did they now? I somehow doubt that. You should not doubt it. It was I who sent them to investigate. Any further questioning, you may direct to me. Did you just appear out of thin air? Yes, du bist so ein Adept. You're the vigilant Yaksha. Hey, watch your tone of voice. Or do you seriously want to pick a fight with an Adeptus? Okay, it's not that we don't believe you're an Adeptus. It's just... everyone needs to look at the bigger picture here. As you well know, we treasure hoarders are no serious threat to anyone. We're petty criminals, that's all. So, if you are truly an Adeptus, please show us some mercy, would you? Of course. If it turns out you're not a real Adeptus, then please, don't blame our weapons for treating everyone equally. Wir haben hier keine echten Adepten. My heroic friend and Adeptus buddy, have mercy. Was für Schleimscheiße. The letter is drivel anyway. It's not worth an armed conflict. Just take it. How about that? Paima knew it all along. Let's see what they wrote. I see. Then let us send these two to the meeting. The sender may be plotting something truly diabolical for the Lantern Rite. It seems they want to burn down the entire city. Great, everyone's happy. You're good, we're good. However... these two, they don't look anything like us. It'll be fine. When we're in disguise, no one will be the wiser. It still seems like a long shot to me, but with the help of an Adeptus, hopefully everything will turn out fine. Well, the safety of Leeway is in your hands now. Good luck. Even the treasure hoarders don't want to see the city burned to the ground. Then it is settled. Ein Moment noch. What is it? Wenn wir uns das nächste Mal treffen, huh? Dann wäre es gut, wenn wir uns dort treffen würden, wo man
die Mingxiao-Laterne sehen kann. I am not partial to crowded areas, especially at this time of the year. When this matter is resolved, come to Wangshu Inn. In previous years, the Mingxiao lantern has been visible even from there. Warte. Vanished. Did he go back to Wangshu Inn already? But the time mentioned in the letter, that's today, isn't it? Come on, let's go to the meeting place. Paimon wonders what the sender of the letter is planning. Der Brief war super leserlich für mich. Ein bisschen sehr viel rumreisen, aber naja, das Reisen gehört halt so gesehen dazu. Das Reisen und die Landschaft zu genießen. Alright, you folks from the treasure hoarders, yeah? I thought I insinuated in my letter there that you should have done like I'd done and put on a mask and a costume and so forth. But it seems you didn't all get the memo. It's pretty cool though. Gutsy. Well, guess what? We don't need to go sneaking around everywhere wearing disguises because unlike you, we would never do anything so shameful that we would need to wear masks while doing it. Really? I was in the middle of my speech and everything! Sieht ehrlich gesagt ganz fesch aus. Wait a second now. You folks ain't no treasure hoarders. What game are you two playing? Oh, wie tut er mir leid. Ein Einzelner. Er ist von 89. Boah. Das sieht ja. Das macht irgendwie nicht wirklich den Unterschied. Okay, I give up. Give up now, or feel the wrath of my Paimonial. Huh? You're giving up just like that? I'm just a lowly apprentice thief who really looks up to the treasure hoarders. An apprentice thief? Yeah, for a greenhorn like me, especially working on my own and all, the treasure hoarders? Oh, man, they're my heroes. Wait a second. So, I thought I'd try and set up some sort of lucrative opportunity and submit my pledge of loyalty. Wait a second. None of this is making any sense. Paimon was expecting a serial arsonist to be someone more sinister, evil looking. But instead, we get you. Arson? What the heck are you talking about? Don't pretend! Paimon's seen you loitering around piles of highly flammable materials! Oh, yeah, I know where you're talking about. But I was only checking the place out. My plan ain't got nothing to do with those lantern construction materials. Are you serious? Well, I just wanted to nab me the biggest chunk of plastrite in 20 years is all. I was gonna wait till nightfall, chop off half the tethers, float it out to sea. Oh. Then, all I'd have to do is find some way or another of bringing it down, so I could hide it underwater in the shallows. The perfect crime. For a perfect crime, it sure has
a lot of holes. For example, how exactly were you planning to bring down the Plaus Strait once it was airborne? I was still in the process of figuring out the details, hence why I hadn't made my move yet. This guy is an imbecile. Okay, let's teach him a lesson. Noch eine? Now that the Millilith have gotten hold of that idiot, let's head back. We can notify the Ministry of Civil Affairs. Dann ab in die Stadt und dann die Neuigkeiten verbreiten. Oh. Bin schon leicht geschädigt, das geht, ich wollte schon wieder zu Vangia. Traveler, word spreads fast. We will keep watch over the thief. Thanks for your help. Looks like the Mingxiao lantern will be ready soon. A critical juncture. We cannot afford the slightest interference. Zur Sicherheit des Laternenrituals. Rest easy. Word was passed up the chain. Another group of very capable troops have been brought in. So? They're dressed as ordinary citizens. You wouldn't notice them in the crowd. If anyone dares make a move, they'll be on them in an instant. That's sorted then. You two get some rest, we'll take it from here. Enjoy the lantern rite in peace. So, Paimon supposes that's taken care of then. Wenn nur Xiao hier wäre, um die Mingxiao-Laterne zu sehen. Paimon wishes so too. Guess he won't make it this time. Wait, do you remember what the inspiration for the Mingxiao lantern was? An adept. Yeah, with a name like Skybracer or something. So if it's modeled on an adeptus, maybe Xiao would be interested this time. On the day the Mingxiao lantern is ready, we can meet him at Wangshu Inn like he suggested, then try to persuade him. Even though he said you can see the Mingxiao lantern from Wangshu Inn, we should get up close if we want to get that festival atmosphere. Tiefe Wasser unter den Laternen abgeschlossen. Anekdoten des Laternenrituals. Gäste in Scharen. Angezündet sind die Lichter. Laternenmarkt. Boah, der erste ist aufgekauft. Der zweite. Eintauschen, ja, wenn wir könnten. Also der zweite ist jetzt offen. Der dritte ist noch nicht verfügbar. Die Laterne im Meer. Das Laternenritual ist noch nicht vorbei. Mit der Hilfe von Zoroki und dem Eliten konntest du einen Komplott vereiteln, von dir doch nicht ganz klar ist, ob du darüber lachen oder weinen sollst. Jedenfalls ist es dir gelungen, den trotteligen Kriminellen dahinter zur Rechenschaft zu ziehen und ihn dem Eliten zu übergeben. Heute führt dich dein Weg zu Gastor Wangshu, um Zoroki wie vereinbart Bericht zu erstatten. Art der Vorrichtung. Ach, jetzt können wir direkt aufwerten. Kuriose Vorrichtung Langbogen. Sieben. Oh.
Die Balliste. Gegen Geokraft. Klingt nicht schlecht. Besiege insgesamt 300 Monster. Haben wir. Gib insgesamt 3000 Furchtspunkte im Theater Furchtdinger aus. Oh. Aber auch schon. Schließt eine Partie im Theater der Furchtdinger auf Schwierigkeitsstufe 5 oder höher mit. Boah, ist auch nicht das Problem. 700 Punkten ist auch nicht das Problem. Auch nicht das Problem. Auch nicht das Problem. Nur zwölf Vorrichtungen. Könnte schaffbar sein. Also ist schaffbar. Drei von sechs. Auf acht. Doch gar nicht auf 8. Okay. So. Noch nicht auf 8. Anekdoten. Oh. Wangshu schon wieder. Etwas bereitet vergoldet den Inhaber des Gastes Wangshu Sorgen. Dann machen wir erstmal das. Wenn sie sich Sorgen macht, kümmern wir uns drum. Also im Grunde wie immer. Ihr Probleme, wir machen, lösen die Probleme. Elis Laternenrottel, die gleiche Geschichte. Stimmt etwas nicht? Wir sind hier mal ein wenig in die Zwickmühle. Viele unserer Mitarbeiter sind fortgegangen, um das Laternenrottel mit ihrer Familie zu feiern. Und dies gestaltet den Betreiben des Gasthofs äußerst schwierig. Gäste betreuen, das Gasthof dekorieren und Verwaltungen für die Feierlichkeiten treffen. Zusätzlich zu unseren regelmäßigen Verantwortungen, die wir nicht einfach so ablegen können, mit diesen Arbeitslast wird die es lächelnde sehr. Yang Xiao nie im Leben fertig. Würde es dir etwas ausmachen, Reisen, ihn ein bisschen zu unterstützen? Ich werde es natürlich tun. Das weiß Yang Xiao ganz sicher zu schätzen. Du findest ihn in der Küche. Ich bin immer noch für dich fertig mit meinem Teil hier. Das ist eh nur Tagesquest. Ein Haus am Moor. Das ist nur Tagesquest. Wer ist da? Nur das Küchenpersonal. Oh, du bist es. Brauchst du irgendwas, wenn du etwas bestellen willst, dann könnte das eine ganze Weile dauern. Ich habe alle Hände voll zu tun und dann helfe ich dir. Du bist gekommen, um mir zu helfen? Oh, da kann ich schwer Nein sagen. Ich stecke hier bis zu beiden Ohren in Arbeit.
Kannst du bitte nach unten gehen und die Kochzutaten holen, die eben für mich geliefert wurden? Ich brauche sie wirklich dringend. Wenn du schon dabei bist, kannst du auch die Laternen hier mitnehmen und sie am Eingang des Gasthauses aufhängen. Der Gasthof nervt mich schon die längste Zeit deswegen. Geht die Treppen hinunter? Okay. Soll ich jetzt ernsthaft die Treppen runtergehen? Geht viel schneller. Noch was? Nö. Ah, da hinten. Hängen die Laterne in der Nähe des Eingangs. Okay. Hinhängen. Ah, ne Baum. Das ist schon echt hübsch. Ich werde da rauszoomen. Yay. Hier. Yeah. Hat echt ein gutes Time. Die Zutaten haben wir schon für ihn. Laternen hängen. Wenn er nicht noch mehr möchte, sind wir dann schon fertig. Wie viele ausstehende Bestellungen haben wir eigentlich? Mal sehen. Platzieren. Lächeln der Yangs. Ja. Wie ist es gelaufen? Hast du dich um alles gekümmert? Ja, alles erledigt. Danke dafür. Ich schulde dir was. Was höchste Zeit, dass ich dir diesen Gerichten fertig werde. Ich möchte nicht, dass sich unsere hungrigen Gäste beschweren. Also unser Koch ist fertig. Und sie? Oh, da bist du ja wieder. Und Jiang Su, er sollte jetzt wieder klarkommen. Das ist schön. Vielen Dank für deine Hilfe. Hier ist auch nichts. Wang Ya? Bist du hergekommen, um Laternen zu bringen? Reisen Sie so ein Zufall, aber auch. Ich hätte nicht erwartet, hier zu sehen. Man könnte behaupten, dass ich Laternen aushebe. Hast du schon vor Quincy-Dorf gehört? Es liegt ziemlich weit von der Stadt entfernt. Die meisten Einwohner sind entweder Kinder oder ältere Menschen. Als Beauftragter Rat allgemeine Angelegenheiten jedes Jahr einen Repräsentanten, damit ihnen ein paar lebensnotwendige Güter zu bringen. Die erste Ladung wurde schon ausgeliefert, aber ich möchte nur noch einen Schritt weitergehen und sicherstellen, dass auch die festliche Stimme ihren Weg in diesen Dorf findet. Deswegen habe ich Dichter Qing Su gebeten, ein paar Laternenrätsel vorzubereiten und sich Qing Si Dorf zu begehen und dort die Dorfkinder ein bisschen zu unterhalten. Wie hatte der nicht diesen Streit mit Vermeer? Eine derart renommierte Dichte wäre diesen Aufgaben ganz sicher gewachsen und ich wollte auch Bohun Tsai inbinden, ein ziemlich guter Kalligraph. Er wäre wundervoll, wenn er den älteren Menschen helfen könnte. Ich wünsche auf die Laternen zu schreiben. Trotz meiner größeren Anstrengungen, ihn zu finden, Bohun Tsai aber leider unauffindbar. Jemand sagte, er war mir zum Tui Hua Mall gegangen, um Material zu sammeln. Also bin ich hergekommen, um nach ihm zu suchen. Weißt du, was mit Bohun Tsai geschehen ist? Bohun Tsai?
Lass mich nachdenken. Er kann vor nicht allzu langer Zeit ins Gasthof und erwähnt, dass er hier in der Nähe irgendwelche Dinge sammeln möchte. Aber es würde mich nicht überraschen, wenn er schon längst weitergezogen ist. Hier ist in der Wildnislaune nämlich viele Monster. Ich verstehe, aber ich habe Kingsu bereits gebeten, mich in ganz Orangsu zu treffen. Er müsste also bald hier sein. Kannst du bitte für mich nach Bahusi suchen, Reisender? Meine Dankbarkeit kennt keine Grenzen. Ich werde hier warten. Es gibt ein paar Dinge, die ich besprechen müssen. Und meine Terminkinder platschen aus allen Nähten. Ja, wir kümmern uns um alles. Uff. Wo müssen wir denn diesmal hin? Oder besser gesagt, wo steckt der Güte denn? Da hinten. Also irgendwie mit Monstern hat das nicht so. Danke, vielen Dank, Seuss. Ich bin hier so leicht fertig. Was hast du denn hier gemacht? Ich bin hergekommen, nach Materialien zu suchen. Es wäre doch nett, dachte ich, ein paar dekorative Schriftstücke zu verfassen und sie meinem Freund als Lernritualgeschenke zu geben. Dafür brauche ich ein paar Fläschchen, Spezialtinte. Es hätte einfach nur ein kurzer, angenehmer Spaziergang werden sollen, auf dem ich mir die erforderlichen Zutaten suche. Nie hätte ich gedacht, aber all diese Monster zwischen niemals. Was Wangyas Wunsch angeht. Ingsin dürfte Ihnen und den Einwohnern meine Schreibkünste zur Verfügung stellen. Überhaupt kein Problem, du kannst auf mich zählen. Das Dorf von Quincy. Oh, das ist doch dieses Dorf, wo so viele ältere Menschen leben. Ich hätte folgenden Vorschlag. Warum hilfst du mir nicht dabei noch vor Lapis von Quinxin zu suchen, das brauche ich, um etwas Tinte herzuschütteln. Du machst Tinte aus diesen Dingen? Haha, ich orte da ein kleines Wesensglück bei dir. Wenn man vor Lapis in Tinte auflöst, strahlen die Schriftzeichen einen herrlichen goldenen Glanz. Also wahrhaftig glücksverheißend. Quinxins Saft hingegen bereichert den natürlichen Geruch der Tinte. Mit einem zarten, blumigen Duft und man eigentliche Tinte von anständiger Qualität ist, werden sich die beiden Aromen wunderbar ergänzen. Welche Liebe zum Detail. Aber im Vergleich dazu, was anderes als Liebhaber soll alles anstellen, um ihre Tinte zu fertigen, ist das wirklich nicht der Rede wert. Machen wir es dieses Mal also nicht allzu kompliziert. Sammle einfach die Materialien ein und bringe sie mir. Oh, weh, ich muss ein wenig zu Atem kommen. Dieser Monsterangriff war der reinste Traumat. Du klaust mir nur Material, mein Guter. Die guten Blumen und das gute Kollaps von den guten Blumen. In Ordnung, ich habe alles, was ich brauche. Du kannst also zu Wangia zurückgehen. Ich gönne dir mir nur noch eine kleine Atempause und mache mich dann sofort auf den Weg ins Gasthof Wangshu. Und ich soll glauben, dass er zurechtkommt? Am besten Willen. Ja, und zurecht.
Hey, hast du Bohansei schon gefunden? Ist er in meinem Plan einverstanden? Er hat versprochen, mit dir mitzugehen. Er braucht noch einen Moment, um hierher zu gelangen. Toll, ich bin so eng mit so begegnet und er hat ziemlich beunruhigt auf mich gewirkt. Er ist nun spazieren gegangen und meinte vorher noch, ich müsste noch ein bisschen Inspiration suchen. Ich bin mehr als dankbar, also warte ich hier auf Bohansei und erzähle ihm dann alle Details. Und dann muss ich wieder all die unerledigten Angelegenheiten im Hafen von Liwei anzuwenden. Sieht so aus, als müsste mich zwischen dem Gasthaus Wangshu und dem Hafen von Liwei noch eine ganze Weile lang hin und her reisen. Wenn ich all meine ausstehenden Aufgaben erledigt habe, werden wir sofort zu Fingsee Dorf aufbrechen. Du kannst uns so treffen, wenn du dich uns anschließen möchtest. Oder wenn ich meine Arbeit doch noch irgendwie schneller bewältigen könnte. Straight on in. Let me guess where you're from. Gewohnheit. Der Leuchtschirm. Wo das Licht schwindet. Jetzt 3. Okay, 3. Noch habe ich was? Nee, eigentlich nicht. Leuchtschirm. Weil Leuchtschirm, das kann man ja so gesehen schon. Das sollte nicht das Problem sein. Welche Aufgaben wir noch von ihr kriegen hier. Wo sie auch immer jetzt steht.